Wir sind heute beim zweiten Provinzial Niederrhein-Cup, in diesem Jahr auf der Platzanlage des 1. FC Kleve. Es findet ein Jugendturnier für die F- und E-Jugend statt, mit vielen Attraktionen und Aktionen auch neben den Spielfeldern. Hier zwischen den beiden Spielfeldern haben wir im Hintergrund noch weitere Attraktionen zu bieten. Einmal das Torwandschießen, die Geschwindigkeitsmessanlage und den Dribbling-Parcours, der den Kids mit Sicherheit auch sehr viel Freude bereiten wird. Der 1. FC Kleve freut sich sehr, dieses Turnier hier für die Provinzial ausrichten zu dürfen. Tolles Wetter, tolle Stimmung, tolle Spiele bieten den Rahmen dieser Veranstaltung. Neben dem Spielfeld hat jede Mannschaft die Möglichkeit, von sich und seiner ganzen Truppe ein professionelles Mannschaftsfoto machen zu lassen. Im Hintergrund haben wir noch die Tombola aufgebaut. Neben dem aktuellen Trikot der deutschen Nationalmannschaft kann man einen Heißluftballonflug gewinnen. Und der Erlös kommt dem gastgebenden Verein vom 1. FC Kleve zugute.